dem Spiel, als ich mich umgehört habe, war die Stimmung ziemlich positiv. Viele haben fast schon mit einem Heimsieg gerechnet. War das vielleicht mit ein Grund, wieso es heute nicht geklappt hat? Nee, das war mit Sicherheit kein Grund. Nach den letzten Ergebnissen war es ja in Ordnung, dass die Stimmung positiv ist. Habe aber auch gewusst, dass Villingen ein ganz starker Gegner ist. Ich habe die zweimal komplett über 90 Minuten auf Video gesehen, beim 0-3 Auswärtssieg beim Balinger SC und jetzt im letzten Spiel gegen Göppingen, und ich wusste, was da auf uns zukommt. Und ich denke, es war auch heute so, dass wir zumindest bis zu dem 1-0 nicht wussten, wer hier als Sieger vom Platz geht. Dann mit dem ersten Konter, den 0-1, und die folgenden 10 Minuten, die waren dann spielentscheidend, weil man einfach innerhalb von 10 Minuten dreimal nach demselben Muster ausgekontert werden und dann letztendlich keine Chance. Wir hatten ins Spiel zurückzukommen. Bis zu dem 0-1 habe ich uns nicht als schlechtere Mannschaft empfunden. Es ist natürlich schade, dass es nicht gelingt, zu Hause vielleicht dann auch mal in Führung zu gehen und so ein Spiel dann mal zu gewinnen. Villingen war heute einfach gnadenlos effizient in dieser Phase, dann in der zweiten Halbzeit, und deswegen haben sie auch verdient gewonnen. In den letzten Spielen hat man ja etwas Aufwind bekommen, weil man Spiele erfolgreich gestalten konnte. Wie sehr wirft euch jetzt diese Niederlage zurück und wie viel Druck ist da jetzt noch da? Ja gut, ich denke, der Druck war vor dem Spiel ja auch da, weil man einfach da in der unteren Tabellenregion spielt. Das ist halt dem geschuldet, dass man wirklich aus guten Leistungen in der Anfangsphase der Runde keine Punkte gemacht haben. Und das, denke ich, wird sich auch so die ganze Vorrunde hindurch durchziehen. Und die Enttäuschung ist natürlich da, immer unmittelbar nach dem Spiel, aber das hilft ja nichts. Wir müssen die Fehler analysieren, wir müssen schauen, was wir besser machen können, und dann wieder mit neuem Mut an die nächste Aufgabe nächste Woche drangehen und hoffentlich dann das schaffen, hier zu Hause auch mal ein Spiel zu gewinnen. Während der PK kam Kritik, weil zwei Spieler nicht früh ausgewechselt wurden oder nicht früher ausgewechselt wurden. Fabian Jeck und Manuel Hasel, kannst du darauf noch mal Bezug nehmen und die Frage beantworten? Ja gut, ich habe ja die Frage eben schon beantwortet. Ich habe natürlich Kontakt mit den Spielern. Ich habe im Moment nicht viele Leute auf der Bank, weil wir viele Angeschlagene und Verletzte wiederum mal haben. Ich habe den Manuel in der Halbzeit gefragt, ob er noch spielen kann. Er hat ja gesagt, und bei dem Fahr war es ja so, den wollte ich eigentlich bis zur 60. Minute spielen lassen, weil er einfach jetzt in der letzten Zeit nicht so oft gespielt hat und keinen Spielrhythmus hat. Und von dem her, ich habe Kontakt mit den Spielern, ich frage sie, ob sie noch spielen können, wenn sie angeschlagen sind. Fahr war ja nicht angeschlagen. Und dann trifft man die Entscheidung, und wenn das dann spielentscheidend war, dann nehme ich das dann schon auf meine Kappe. Nächstes Spiel ist wieder ein Heimspiel. Ist man da schon zum Siegen verdammt? Backnang wird sicherlich nicht einfach. So wie ich mitbekomme, ist der Sturm jetzt nicht gerade liegt euch nicht so sehr? Nee, also wir werden nicht so vorgehen, dass wir ein Auswärtsspiel simulieren, mit dem Bus dann dreimal durch Spielberg fahren. Wir müssen einfach die Fehler aufarbeiten und dann hoffentlich mehr Torgefahr entwickeln aus dem Spiel raus und natürlich auch in Phasen, in denen der Gegner dann mal drückt oder in spielentscheidenden Phasen, einfach die Defensivarbeit nicht vernachlässigen, so wie es heute dann zwei, dreimal der Fall war. Und deswegen denke ich, haben wir auch nächste Woche wieder die Chance, endlich mal dann zu Hause ein Spiel zu gewinnen. Peter, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Danke auch.